Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr steht hier gerade auf dem Wickeltisch meiner kleinen Tochter. Sie ist jetzt ein Jahr alt und ich wurde schon so oft gefragt, ob ich euch mal ein Wickeltisch-Update geben kann. Ich habe euch ja schon mal ein Video gedreht, da war ich noch kugelrund. Und ja, jetzt wollte ich euch mal ein kleines Update geben nach einem Jahr. Was brauchen wir noch? Was haben wir so im Wickeltisch? Und vor allem, wie ist es mit dem Stoff? Denn wir wickeln ja jetzt mit Stoff. Und genau, ich würde sagen, wir legen direkt los und ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß. Ja, das hier ist der Wickeltisch. Rechts seht ihr meine kleine süße Maus, die gerade da ein bisschen Unfug macht. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist unser Wickeltisch, der ist von Paidi. Wir haben ja das komplette Babyzimmer von Paidi. Also es sieht alles gleich aus sozusagen. Alles genau in diesem Design. Das ist das Babyzimmer Mattea. Das ist eine Limited Edition von Baby One gewesen. Also es gibt es nur bei Baby One. Und ich habe mich direkt darin verliebt und deswegen haben wir das gekauft. Hier die Wickelkommode. Hier der passende Kleiderschrank dazu. Aber es geht ja heute um die Wickelkommode. Genau, das ist also die Wickelkommode. Wir haben hier drei große Schubladen und drei kleine Schubladen. Und obendrauf, ich würde sagen, fangen wir direkt an. Hier haben wir die Wickelauflage. Ich habe mir hier einen Bezug nähen lassen. Der ist hier in rosa, Waffelpiqué und hier in so einem schönen Frottee. Darauf habe ich eine Einmal-Wickelunterlage. Die benutzen wir aber häufiger. Das sind noch so die Reste von damals. Also ich habe tatsächlich nur zwei Packungen gekauft. Die haben wir immer noch und ja, deswegen ist hier noch so eine drauf. Hier habe ich so ein kleines Kissen, einfach damit die Kleine ihren Kopf abstützen kann und sich hier nicht stößt. Und genau, deswegen haben wir hier so ein Kissen. Ja, hier liegt jetzt ihre Schoffnadel, die sie jetzt gleich anbekommt. Die habe ich jetzt gerade bestückt und genau, die habe ich jetzt gerade dahingelegt. Hier haben wir ein Körbchen mit Waschlappen. Teilweise habe ich die alle selber genäht. Also diese hier zum Beispiel habe ich selber genäht. Und damit machen wir immer ihren Popo sauber. Die habe ich hier auch in einem passenden Körbchen. Dann habe ich hier solche kleinen IKEA-Boxen. Und da habe ich hier zum Beispiel ihre Böb-Baby-Wundcreme drin. Dann haben wir hier eine neue Creme vom Kinderarzt bekommen, weil sie ganz, ganz oft wund ist am Po. Dann haben wir ihre Haarbürste, ihr Fieberthermometer, noch eine alte Wundschutzcreme, die ich am Anfang mal gekauft habe. Aber tatsächlich benutzen wir nur die Sachen von Böb. Dann habe ich hier auch noch so eine Probe von Böb. Und hier auch noch ganz viele Sachen, die wir eigentlich gar nicht benutzen. Also tatsächlich benutzen wir nur diese Creme hier und die von Böb. Dann haben wir hier noch ein Körbchen. Hier haben wir einmal ein ultrasensitives Babyöl. Das benutze ich manchmal, wenn der Stuhl am Popo ein bisschen härter ist, dann benutze ich das Öl noch. Und dann haben wir hier noch Waschlappen, die ich nur für das Gesicht bzw. den Körper benutze. Also die für den Po da hinten und diese nur für den Körper. Ich habe das nicht so gern, wenn das beides die gleichen Tücher sind. Genau, das ist also diese Seite. Hier haben wir noch unseren Heizstrahler, den benutzen wir auch noch ganz fleißig. Am Anfang war das wirklich Gold wert. Auch jetzt ist es immer noch ziemlich praktisch nach dem Baden oder so. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier rechts weiter. Hier liegt noch ihr Pflaster, das habe ich heute Morgen abgemacht, weil sie gerade geimpft wurde. Und hier liegt noch ihr Türschild. Ja, das ist leider abgebrochen, weil es von der Tür abgefallen ist. Das müssen wir nochmal kleben, dann kommt es wieder an die Tür, aber eigentlich liegt es hier nicht. Und hier habe ich noch so kleine Wattepads, die haben wir damals ganz früher mal zum Popo abputzen benutzt. Also wir haben noch nie Feuchttücher benutzt, sondern immer hier diese Wattepads. Und ja, die sind noch übrig von der Zeit, wo wir noch mit Wegwerfbinden gewickelt haben. Und die benutzen wir jetzt auch noch manchmal, bis die halt leer sind, ne? Lohnt sich ja nicht wegzuschmeißen, kann man ja immer noch benutzen. Ich würde sagen, fangen wir an mit der ersten Schublade hier. Das habe ich gerade umgeräumt. Eigentlich waren hier unsere Spucktücher drin. Jetzt haben wir hier Strumpfhosen in aller Art, weil sie einfach total viele Strumpfhosen hat. Hier hat sich ein Söckchenpaar verlaufen. Genau, also sie trägt super viele Strumpfhosen und deswegen habe ich jetzt hier den Platz ein bisschen erweitern müssen. Und hier haben wir Strumpfhosen, hier haben wir Söckchen, hier haben wir Haarbänder und hier sind Mützen. Dann geht's weiter. In der mittleren Schublade haben wir Bettwäsche, also Laken, noch ein paar Spucktücher. Aber diese Schublade mache ich auch eigentlich nie auf. Und deswegen, ja, ist hier eigentlich nur einfach nur zum Verstauen. Dann haben wir hier rechts ja alles so, was ja Creme und all so ein Zeug benutzen wir eigentlich auch fast gar nicht. Ihre Schnuller. Lia ist aber kein Schnullerkind und dementsprechend, ja, liegen die hier einfach nur rum, inklusive Schnullerkette und so. Ein paar Handschüchchen, ihre Milestone-Cards. Das hier haben wir gerade zum ersten Geburtstag geschenkt bekommen von Deichmann. Das, ja. Dann haben wir hier waschbare Stilleinlagen und noch ein Kirschkernkissen und Zäpfchen und ihre ganzen Lotion und all so ein Zeug. Benutzen wir, wie gesagt, alles fast nicht. Dann geht's weiter mit der ersten großen Schublade.
Hier spielt so sich das meiste ab. Hier haben wir nämlich die Bodies. Die habe ich hier alle in so Ikea-Kisten eingeräumt und alle so gefaltet, dass ich direkt sehe, was das für ein Body ist. Also, ich falte sie immer so. Das fragen mich auch so viele immer. Und zwar falte ich sie ganz normal wie so ein Body. Tada. Und dann falte ich sie nochmal in der Mitte, sodass sie so sind. Und dann sehe ich direkt die Größe und was das für ein Body ist. Und so passen sie auch hier perfekt in die Ikea-Kisten. Und ich finde es einfach so übersichtlich und ordentlich. Und genau, deswegen habe ich hier die Bodies so einsortiert. Dann haben wir hier die Hosen. Das habe ich genau gleich gemacht, dass ich auch direkt weiß, was ist das für eine Hose. Und es sieht auch einfach direkt für ordentlich aus, als würde man da jetzt so einen Stapel machen. Dann haben wir hier die Stoffwindeln. Die sind meistens immer total fertig bestückt. Also die kann ich jetzt hier rausnehmen und direkt benutzen. Und hier habe ich aber auch einzelne Überhosen zum Beispiel. Die bestücke ich dann meistens direkt schnell, wenn wir wickeln. So wie jetzt gerade eben, habe ich die ja jetzt auch schnell hier rausgenommen und direkt bestückt. Und sonst sind die hier aber immer fertig drinne. Und hier habe ich auch noch Windelvlies, das brauchen wir auch noch. Genau, das ist so die erste Stoffwindelschublade. Dann geht es nämlich hier weiter in der zweiten Schublade. Hier habe ich alles, was Einlagen und so angeht. Also ich habe hier eigentlich auch sauber sortiert hier die Einlagen, damit ich auch immer direkt sehe, was ist das für eine Einlage. Hier habe ich die Einlagen, die zu bestimmten Überhosen dazugehören. Zum Beispiel, das hier ist eine Rumble-Roo. Und die tue ich dann auch immer direkt wieder in die richtige Windel mit rein. Hier ist noch eine Nachtwindeleinlage und hier ist noch eine von Mama Koala. Dann liegt hier auch noch unsere Schwimmwindel drunter. Und hier habe ich Vlies. Das ist dafür da, dass, wenn das Baby lange in einer Windel drin ist, zum Beispiel nachts, dass eben die Feuchtigkeit wird vom Popo weggesogen. Deswegen habe ich hier so ein Vlies. Hier habe ich auch noch ein paar Einlagen. Die sind alle noch nagelneu und deswegen habe ich die jetzt noch nicht benutzt. Ja, braucht man ja nicht, wenn man hier ausreichend hat. Wenn die leer sind, dann benutze ich diese hier. Ja, hier in dem zweiten Fach habe ich eigentlich hier meine Prefalls. Die sind jetzt aber leer, alle in der Wäsche. Das hier ist meine letzte Prefall. Und dann habe ich hier meine ganzen Mulltücher. Ich wickele ja eigentlich so fast mit jedem System, deswegen auch mit Mulltüchern. Und da habe ich einmal hier die und hier die. Und hier sind meine ganzen Redbags. Die lagen alle hier. Und hier rechts ist einmal meine kleine Maus. Und hier haben wir einmal eine Wickelunterlage. Für unterwegs nutzen wir die immer. Dann habe ich hier meine ganzen Wollwindeln drinne. Die benutzen wir im Moment nicht so gern, weil sie im Moment sehr, sehr viel pieselt. Und da halten die immer nur eine Stunde bei uns. Und deswegen ja, wickeln wir damit nicht so viel. Dann habe ich hier auch noch Wickelunterlagen, 3 Stück. Und hier sind auch noch ein paar Laken drinne für ihr Bettchen. Und genau, das ist also hier so drin. Auch eher so eine Rumpelkiste. Dann kommt wirklich das totale Chaos. Und zwar habe ich hier unten in den zwei Kisten, nämlich, oder in den zwei Fächern, alles reingetan, was man halt so braucht. Beziehungsweise nicht braucht, nicht mehr braucht. Wir haben hier eine Wickelunterlage von unserer Wickeltasche. Wir haben hier die schönen Schlipper aus dem Wochenbett. Wir haben hier noch Wochenbetteinlagen. Wir haben Marmkompressen. Wir haben hier eine Pränahrung. Wir haben hier Wickelunterlagen. Wir haben alte Feuchttücher, die wir nicht benutzen. Wir haben Pflegetücher. Wir haben noch ganz viel Zeug. Hier noch Einlagen vom Wochenbett. Neue Flaschen. Wir haben hier aber auch ihre Tonis drin versteckt. Ja, also es ist irgendwie so eine Kiste, wo ich alles reintue, was halt irgendwann mal wieder gebraucht wird wahrscheinlich. Zum Beispiel beim nächsten Wochenbett braucht man hier halt eben die Einlagen, die braucht man ja nicht wegschmeißen. Oder hier sowas zum Beispiel für die Brüste, wenn man stillt. Ja, aber derzeit brauchen wir es nicht und deswegen liegt sie unten. Und hier im letzten Fach haben wir unsere ganzen Spucktücher bei einem Speibaby absolut notwendig. Und ja, deswegen haben wir die hier. Sie spuckt nämlich immer noch so viel wie am Anfang und deswegen haben wir hier die ganzen Spucktücher. Die waren eigentlich hier oben, aber wie gesagt, die Strumpfhosen brauchten mehr Platz, aber auch die Spucktücher brauchten mehr Platz und deswegen haben wir das einmal getauscht. Und das war dann auch schon unser Wickeltisch. Ich hoffe wirklich, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das bei eurem Wickeltisch macht, wie ihr was aufbewahrt oder was ich eventuell noch anders machen könnte. Ich ja, bin sehr zufrieden so mit dem Wickeltisch. Es funktioniert alles. Ich finde immer alles, was ich brauche und es hat alles seine Ordnung eigentlich, außer die paar Fächer da. Aber ist ja so. Es gibt überall gibt es mal solche Fächer. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!